Und da bimmelt es wieder und da lüppt es auch wieder auf den kleinen Kaulbarsch. Gar nicht lang warten, schnell wieder auswerfen, denn hier geht es ums Masseangeln. Masse, aber auch ein bisschen Klasse, denn wir wollen im Idealfall die großen Kaulbarsche hier rausziehen. Und dementsprechend passen wir das Setup an, damit wir im Idealfall vielleicht sogar noch die Trophy fangen. Also raus hier, direkt wieder mit den Ködern ins Wasser. Ich stehe hier gerade an der Belaya und teste einen der guten alten klassischen Belaya Kaulbarsch-Spots. Gerade an der Belaya lohnt es sich immer wieder mal auf Kaulbarsch zu gehen. Zum einen ist es nachts halt ein bisschen angenehmer, statt Spinning zu machen, einfach mal die Grundrouten auszuwerfen. Und zum anderen lohnt sich Kaulbarsch einfach kohlemäßig. Absoluter Hammer. Der Fisch wurde in den letzten Monaten mehrfach ein wenig gebufft und dementsprechend gehen hier ganz gut eben auch die Kaulbarsche oder ergeben die Kaulbarsche eben auch gut Silber. Mal eben gucken. Jetzt gehen hier gerade viele Brassen drauf. Ich ändere hier nochmal auf Köcher, denn ich meine, ich habe hier Köcher drauf, ne? Genau. Ja, und das sieht auch gut aus. 122 Gramm schon. Sie werden größer und größer und größer. So mag wieder. So, dann gehen wir hier auch auf Köcherfliege. Raus damit. So, zap, zap, zap. 1, 2, 3. Schön auf Kaulbarsch. Wichtig natürlich immer die Köder testen. Das kann von Tag zu Tag und Wetter zu Wetter mal unterschiedlich sein. Mistwurm, Regenwurm, Köcherfliege, vielleicht mal die Made oder auch Zugmücke testen. Da hat man schon 5 Köder, die man hier an so einer Stelle einfach mal abtesten kann. Zack, zack, zack. Da reicht es ja, wenn da 2, 3 Bisse hier, wie jetzt bei mir gerade, nur die ollen Brassen liefern oder Güster. Die wollen wir nicht unbedingt. Wenn wir die Kaulbarsche gezielt beangeln wollen, dann natürlich in einer hohen Frequenz. Ja, und dann hat man im Idealfall eben auch den Idealköder dafür. Es gibt aktuell tatsächlich auch einen Kaffeeauftrag hier am Belaya oder an der Belaya ab 60 Gramm. Da gucken wir gleich natürlich nochmal rein. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal zusehen, dass wir die Brocken hier rauskriegen. Ich bin mit einem ganz einfachen, feinen Setup hier unterwegs. Wir schauen gerade mal rein hier. Das ist einfach nur auf 4,4 Kilo Tragfähigkeit. Man könnte sogar noch kleiner reingehen. 3,1er Vorfach oder sowas reicht absolut. Hier jetzt aber einen 18er Haken wieder, einer meiner liebsten kleinen Haken, der 18er, weil er von den kleinen Haken eigentlich der größte ist und er lockt halt doch mal sehr gerne von den sehr kleinen Fischen die sehr großen. Das heißt, man hat mal deutlich eher eine Chance auf eine Trophy. Damit habe ich heute schon wieder eine Trophy gefangen an der 8-Tuber, einfach so nebenbei als Beifang. Ging auch wieder mit rein und ja, so ein Kaulbarsch bringt eben so zwischen 30 und 40 Silber. Das lohnt sich als Trophy natürlich, aber eben auch in Masse auf die Kleinen, auch das lohnt sich und da muss man dann auch eben überlegen, je nachdem in welchem Level man ist, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, kann man das natürlich auch gerne verwenden hier dann, um einfach ein paar Köderfische zu sammeln und dann im Anschluss mit dem Kaulbarsch zum Beispiel auf Saiblinge zu angeln. Ja, im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden, also es läuft bisher schon wirklich ganz gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass es hier noch, ja ich sag mal bis morgen so ungefähr 9 Uhr, dass wir da noch ausreichend viele zusammenkriegen. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Wir haben hier den Spot. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig, dass wir hier unten sind. Es gibt auf dem YouTube-Kanal, wenn du in der Playlist Belaya schaust, gibt es mehrere Spots auch noch zum Kaulbarschangeln. Kaulbarschangeln, da gibt es auch manche Videos speziell zum Rotaugenangeln. Auch das kann sich richtig lohnen, gerade im Low-Level-Bereich, wenn man auf einer super hohen Frequenz hier Rotaugen angelt und die dann auch noch mit verschiedenen Kaffeeaufträgen absolvieren kann, dann ist das halt richtig lohnenswert. Ja, es geht langsam in die Morgenstunden und es zuppelt, immer mal wieder aber auch hier die Brasse gerade vor Ort, also nicht nur komplett, na auch das wieder was Großes, also nicht nur komplett hier
die Kaulbarsche, sondern hier gerade relativ gemischt. Ich habe auch gerade noch verschiedene Köder getestet. Es geht hier gerade einiges rein, was natürlich fürs Kaffeeauftrag bearbeiten gar nicht so schlecht ist. Dann kann man hier auch einfach mal ein bisschen länger durchziehen oder vielleicht mal so 2 Nächte in Folge. Und dann hat man hier den Auftrag dann irgendwann absolviert. Ich brauche jetzt hier noch 60 Gramm Kaulbarsche. Und jetzt so langsam gehen hier sogar schon die Giebel und Karauschen rein. Ich bin gerade mal so ein bisschen nach links gelaufen, auch ein bisschen weiter nach rechts. Habe das hier so ein bisschen jetzt abgefächert auch mal. Immer wieder von der Entfernung her so ungefähr auf 6-7 Meter weit raus. Gar nicht so ganz weit raus. So, ich werfe mal wieder jetzt hier so mittig. Hier waren noch die ersten Kaulbarsche. Und da war auch einer dran, den habe ich schön verscheucht. Sehr gut. So, einfach locker raus. Wie gesagt, ohne Schnurclip. Man kann natürlich einen Schnurclip machen, aber wir verwenden ja hier keine Futtermische. Also einfach so aus dem Handgelenk rausgeworfen. Reicht absolut. Ungefähr dann gleich aufladen. Ich mache immer so bis 20 nach. Und habe hier natürlich dann auch nochmal ein passendes Blei gewählt. Ein Blei, wo wir deutlich weniger Scheuchwirkung haben. Und zwar ein steinfarbenes Blei. Warte mal, wir machen hier mal den Mistwurm, machen wir nochmal wieder runter. Der liefert heute nicht so wirklich gut. Die Made hat ein bisschen geliefert, aber am besten tatsächlich die Köcherfliege gerade. Die Köcherfliegenlarve. So, die liefert gerade mit am besten. Ja, relativ gemischt hier, aber auch, wie gesagt, einiges an Kaulbarschen dabei. Das ist halt jetzt gerade das Wichtige, dass wir da gewichtsmäßig gut unterwegs sind. Ja, hier habe ich nochmal das Setup komplett mit diesem Blei, nur 14 Gramm, eins der leichtesten Bleie eben mit 14 Gramm und eben in Steinfarben, Fluorocarbon, wie gesagt, 18er Haken und dann raus damit. Wir gucken jetzt gleich nochmal in den Kescher rein, was die Fische denn so bringen im Einzelnen und was wir so für den Kaffeeauftrag kriegen. Also, es ist 7 Uhr morgens durch. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde, haben wir jetzt hier rumprobiert. Na guck, und in der Zwischenzeit ist hier sogar auch noch ein weiterer Auftrag reingekommen. Gerade war nur dieser hier drin mit 40 Gramm sogar nur. Ich dachte 60, na, ist ja noch besser. 6 Stück mit 40. Okay, und eine Karausche, die haben wir auch noch gerade gekriegt. Also, da sind wir jetzt bei 4 Komma. Die Güster, die kriegen wir auch noch los. Also, nächster, 1, 2, 3, 4. Da sind wir jetzt hier schon bei 15 Silber. Nase hatten wir nicht dabei, aber die kleinen Kaulbarsche nach Gewicht sortieren. 5 Stück haben wir jetzt hier, 22 Silber. So, jetzt hat er ihn akzeptiert. Und dann haben wir hier noch den großen Auftrag nach Gewicht sortieren, 6 Stück. Dann sind wir nochmal bei 44 Silber. Also alles in allem hier sogar fast 70, 44, 66, 77, 80 Silber nur mit den Kaffeeaufträgen. Einfach nur mit dem Kleinfischangeln und das eben hier in 20 Minuten. Und dazu jetzt eben noch die Reste, das sind nochmal 27. Das heißt also, wir sind jetzt schon bei über 100 Silber. Einfach nur für das Kleinfischangeln nebenbei in gut 20, 25 Minuten. Und jetzt geht es dann natürlich weiter an der Belaie auf Spinning. Und dann guckt man einfach mal, wo die nächsten Kaffeeaufträge drin sind. Natürlich am besten noch mal gucken, wann laufen die hier ab. Damit man ungefähr weiß, okay, in 2-3 Stunden kann ich hier wieder zurück hingehen. Und dann macht man in der Zwischenzeit die Kaffeeaufträge am Moskitosee, die Kaffeeaufträge am Windenbach. Immer wieder genau diese Fischarten hier, diese kleinen, die eben auch in Masse richtig gut Silber bringen. Und schon rasselt es gut rein mit dem Silber. Man macht XP, man macht Silber und kommt richtig gut vorwärts im Low-Level. Ich ziehe jetzt nochmal eben hier meine Esche raus. 2 Stück mit 800 Gramm. Das ist auch ein ziemlich schnell verdienter Kaffeeauftrag hier. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Aber das schafft man natürlich auch sehr gut mit dem Belaya-Setup. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, immer um 19 Uhr. Petri.